Morgen. Oh mein. Bist du schon wieder weg? Mhm. Ich hab einen kleinen Termin, aber ich hab nur noch einen Kaffee stehen lassen. Das ist aber nett. Du bist deine Frau unterwegs. Was soll ich machen? Zum Mittag muss ich schon wieder da sein und mich um den Hof kümmern. Ich dachte ja gern was abnehmen, aber ich glaub, dann streiken die Viecher. Aber weißt du was? Du könntest mir den Beamer für die Frau Stockel mitnehmen, hä? Sag mal, zu was brauchst denn du bitte einen Beamer hier? Den hab ich nicht hier braucht, sondern in der Musikakademie. Also nimmst du mit oder nicht? Ja, kann ich ja machen. Aber nicht vergessen, gell? Also, ich muss los. Hört die Hartl. Ja, ja. Diener. Herr Mayer? Ja. Guten Morgen, Frau Stockel. Sagen Sie, ich warte immer noch auf den Ordner mit den Anforderungsberichten. Mei, Frau Ortmann, ja, den hab ich fast vergessen. Mit bestem Dank zurück. Danke. Und beim nächsten Mal wär's ganz nett, wenn Sie ihn mir bringen. Wieso ich? Weil Sie ihn sich ausgeliehen haben. So etwas nennt man Bringschuld. Ach, Frau Ortmann, ich würde wahnsinnig gern mit Ihnen plaudern, aber Sie hören ja. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Was haben Sie gefunden? Leich. Ja, und wo? Gibt's Stockel? Der Hartl, bist schon unterwegs? Nein, bin ich noch nicht. Sag einmal, schick dir, es gab der Leich. Ja, und ich habe ein Problem. Hat das Problem was mit der Leiche zu tun? Ja, genau genommen schon, weil mein Auto springt nämlich nicht an. Du nimm doch heute ein Taxi. Ein Taxi? Ja, sag einmal, jetzt wird's ja hinterher, wir fahren. Schau, das können wir ja nicht stehen bleiben, das ist ein Polizeieinsatz. Du mein? Ja, Hartl. Eine Quittung brauche ich noch. Ja, was ist mit deinem Auto? Ja, das ist nicht angesprungen. Sag mal, weißt du zufälligerweise eine günstige Werkstatt? Nein, wirklich nicht. Vergeht's gut. Oder jemand, der das privat macht? Nein, du weißt doch, unser Charlie ist in Urlaub. Leid. Du Hartl, ich möchte nicht drängen, aber der Hansen und die Frau Dr. Eckstein, die würden schon warten. Ja, ist recht. Verzeih. Also, Toni Meier heißt er, 27 Jahre alt ist er geworden, ledig ist er gewesen. Gearbeitet hat er bei der Firma Süßmann. Und gefunden hat ihn der Hausmeister. Schau her, manchmal ist es so einfach. Täter, Stein, Fenster, hinein. Herr Hansen, ich komm gleich. Na, ist gut. Ja, wen haben wir denn da? Je später der Morgen. Ja, Entschuldigung, meine Wange ist nicht angesprungen. Das ist immer eine originelle Ausrede. Haben Sie gehört? Das ist keine Ausrede, das ist ein Problem. Sie müssen es nicht zahlen. Was meinst du, was will das kostet? Aber wenn wir schon dabei sind, können Sie mir vielleicht eine günstige Werkstatt empfehlen? In Hamburg, ja. Und Sie, kennen Sie eine, Frau Doktor? Nein, kenne ich nicht. Also, wie ich gerade zu Herrn Hansen sagte, den Wundmalen am Hals nach wurde er stranguliert. Vermutlich mit dem Druckerkabel. Rausgerissen und nicht aufzufinden. Sind wir wieder beim alten Ressort. Einbruch mit Todesfolge. Vielleicht. Ungewöhnlich ist nur, dass es an seinem Körper keine Kampfspuren gibt. Zumindest nichts Auffälliges. Allerdings ungewöhnlich. Wenn mir jemand die Luft abdreht, dann wehre ich mich doch. Wisst ihr, was noch ungewöhnlich ist? Dieses Fenster war heute in der Früh verschlossen. Von innen. Vielleicht hat der Täter es ja wieder zugemacht, nachdem er neu ist. Hartl, das ist ein Schmarrn. Was auch ungewöhnlich ist, ist, dass er nichts mitgenommen hat. Brieftasche, Geld, alles noch da. Ja, schaut's her, das ganze Computerklump, das ist doch auch was wert. Das hat ihn gar nicht interessiert. Frau Dr. Sangs, können Sie was zum Todeszeitpunkt schon sagen? Ja, der Leichenstarre nach gestern Abend gegen 21 Uhr. Ist eigentlich ganz schön dreist, um die Zeit in so einer Gegend einbrechen. Die Scheibe, die macht doch einen Radar. Ja. Herr Polizeihauptmeister, was sagen denn die Nachbarn? Nachbarn sagen gar nichts. Nachbarn sind keine da. Irgendwer muss ja arbeiten, ne? Nein, Markus, haben wir verwertbare Fingerabdrücke? Das kann man erst nach dem Labor sagen. Gut, dann freuen wir uns über Nachrichten.
Wiederschauen. Danke. Servus. Wiederschauen. Darf ich mal sagen, wir fangen mal in der Firma an, wo er gearbeitet hat. Wie heißt die noch gleich? Süßmann, Dings, Netzwerktechnik. Ja, die KTU soll sich inzwischen mal die Rechner und die Festplatten von Meier ansehen. Vielleicht finden sie ja was. Ja, ist recht. Und was genau sollen sie finden? Tja, das, wenn ihr wisst, gell? Wir sollen uns erstmal ein Verzeichnis davon machen, was drauf ist. Danke. Und dann schauen wir selbst, würde ich sagen. Ich geb's weiter. Danke. Michi, Telefonliste war hilfreich. Telefonliste ist immer gut. Scott, wir taten die Firma Süßmann suchen. Da schauen Sie, die Kinder, die Frau Süßmann gerade. Frau Süßmann, grüß Sie Gott. Hartl, mein Name. Grippe Rosenheim, ist mein Kollege, der Herr Hansen. Tag. Scott. Wir hätten eine Frage an Sie. Ja, worum geht's? Um einen Mitarbeiter von Ihnen, den Herrn Meier. Der Toni. Und was ist? Er ist heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Ermordet. Was? Grüß Gott. Kann ich irgendwie helfen? Papa und Toni haben's umgebracht. Was? Das kann doch nicht sein. Ich hab doch gestern Abend noch mit ihm telefoniert. Wann genau war das? So um 19 Uhr. Er ist noch beim Kunden gewesen. Gibt's da einen Namen dazu? Ja, ein Notar. Holecek. Er hat dort eine neue Anlage installiert. Haben Sie Adresse? Aha. Sarah, schreibst du bitte mal die Adresse von dem Notar auf? Ja. Bitte schön. Wie lange war denn der Herr Meier schon bei Ihnen angestellt? Über 3 Jahre. Und sein Verhältnis zu Ihnen und den Kollegen? Ja, gut. Ich meine, wir sind nur ein kleiner Betrieb. Mit der Sache gerade mal 5 Leute. Da geht alles ein bisschen legerer zu. Die anderen Herrschaften müssten wir dann auch noch sprechen, bitte. Ja, das geht leider nicht. Der Leitner ist in Spanien auf Urlaub. Und der Friedel liegt mit einer Grippe im Bett. Ja, dann brauchen wir die Adressen und Namen einer. Ja, hat denn der Herr Meier in letzter Zeit erwähnt, dass er mit jemandem Ärger gehabt hat oder Streit? Also mir gegenüber nicht. Aber vielleicht Ihnen gegenüber? Mir, na. Danke. Um auf gestern Abend nochmal zurückzukommen. Was haben Sie denn gemacht, nachdem Sie mit dem Herrn Meier telefoniert haben? Mein Vater war hier. Und so um 11 hat er mich dann daheim abgesetzt. Ja, da hören Sie es. Bitte, die Adresse von dem Notar, bei dem der Toni gewesen ist. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Meier? Wir haben uns gut verstanden. Mhm. Wenn Sie mich entschuldigen? Natürlich. Frau Stockel. Guten Morgen, Herr 80er. Ganz kurz, ich muss für morgen Abend den Beamer reservieren. Das ist kein Problem. Gut, ist aber auch wirklich da? Also, Herr 80er, bei mir ist immer alles in bester Ordnung. Ja, das ist ja gut. Wir empfangen ja morgen Abend die Abgänger der Polizeischule und da will ich Ihnen den Jahresbericht der Kriminalstatistik präsentieren. Das ist bestimmt spannend. Schauen Sie, alles an seinem Platz. Ja, Platz sehe ich, aber kein Beamer. Okay, jetzt hat ihn wieder jemand ausgeliehen und nicht zurückgebracht. Naja, vielleicht ist er irgendwo im Einsatz. Die Frau Ortmann hat ihn als letztes ausgeliehen. Na also, da haben wir es doch schon. War allerdings vor 3 Wochen. Ach so? Ja, also Frau Stockel, Sie kümmern sich jetzt darum. Nicht, dass ich am Ende ohne dastehe. Ja, das geht natürlich nicht. Nein, das geht nicht. Toll, jetzt kann ich mich wieder um alles kümmern. Ortmann, na, warte. Belegt. Schönen guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen. Ah, Hartl, hast du es noch rechtzeitig zum Tatort geschafft? Unter erheblichem Zeit- und Kostenaufwand, wohlgemerkt. Ja, Zeit vor allem. Aber weil wir gerade dabei sind, warst du nicht zufällig günstige Autowerkstatt für mich? Hartl, da habe ich einen ganz heißen Tipp für dich. Ja? Schau doch einfach selber. Danke. Gerne. Ich hätte da auch eine Bitte, Frau Stockel. Bei Ihnen auch was kaputt? Ja, bei mir ist nichts kaputt. Ich brauche einen Termin. Beim Notar Peter Holocek heißt der. Möglichst heute noch. Ja, ich kümmere mich drum. Danke. Ah, Moment, Herr Hansen. Das hat gerade der Michi vorbeigebracht. Das ist die Telefonliste von Meier, Toni. Ah, ja, super, sehr gut. So, und jetzt entschuldigst mich bitte. Ich muss nämlich zur Frau Ortmann. Von der brauche nämlich ich was. Ja. Halt auf! Kannst du gleich was mitnehmen? Was ist das? Meine Taxiquittung von heute früh. Du glaubst, die zahlt das?
Ja, schauen wir mal. Dein Optimismus möchte ich haben. Ja, und die 38 Euro. Ja, ja. Ja. Ah, Frau Ortmann, schön, dass Sie mal nicht telefonieren. Wieso? Den Beamer bräuchte ich. Den Beamer? Der Herr 80er bräuchte ihn. Ja, aber den habe ich nicht. Ja, aber laut Inventarliste sind Sie die Letzte, die ihn ausgeliehen hat. Das war vor 3 Wochen. Trotzdem sind Sie die Letzte. Also wenn überhaupt, hat Herr Mohr ihn. Der hat ihn nämlich nach mir ausgeliehen. Der Herr Mohr steht aber nicht auf der Liste. Ja, dann wird er wohl vergessen haben, sich einzutragen. Das ist aber nicht mein Problem. Meins auch nicht. Doch, in dem Fall schon. Weil, schaut's, laut Inventarliste sind Sie die Letzte, die ihn ausgeliehen hat. Also müssen Sie ihn auch wieder zurückbringen. Das nimmt man nämlich dann auch Bringschuld. Geben Sie schon her. Ach ja, genau. Und das soll ich Ihnen vom Herrn Hartl geben. 38 Euro für eine Taxifahrt? Und die sollen wir bezahlen? Schönen Tag noch. Da haben wir schon was Interessantes. Ja, mit der Sarah Süßmann hat er oft telefoniert. Das wird wegen der Firma gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Und dann mit einem Gerd Kammer. Und mit diesem Notar, bei dem er die Anlage installiert hat. Und zwar ziemlich oft. Da wird es heute Probleme geben haben, beim Einbau. Aber sowas kläre ich doch nicht mitten in der Nacht. Der letzte Anruf war vorgestern und kurz nach 23 Uhr. Ja, da wissen wir schon, was wir den Holo, den Herrn Notar Frank in der Holocheck. Ja. Auf diesem Diktiergerät ist der Kammer drauf. Der Kammer hat gestern am Abend eine Nachricht auf Meier seinem Handy hinterlassen. Die KTU war so nett und hat das da drauf gespielt. Und geht schon. Ja, Kammer hier. So geht das aber nicht, Herr Meier. Ich habe wirklich was Besseres zu tun, als mich von Ihnen verarschen zu lassen. Wiederhören. Da ist ja einer ziemlich sauer. Von wann ist denn die Nachricht? Gestern Abend, 8:30. Eine halbe Stunde, bevor der Meier umgebracht worden ist. Da würde ich sagen, schauen wir uns den Herrn Kammer mal an. Das habe ich mir auch gedacht. Jetzt habe ich den Kammer zu uns her eingeladen und der war da in einer Stunde. Mhm. Sauber, das nenne ich einen Anfang. Ja. Herr Mohr, wie sieht es denn mit den Nachbarn von Meier aus? Ja, Nachbarn habe ich noch nicht alle erreicht, aber ich bleibe dran. Na schön, dann schauen wir doch mal bei der Frau Doktor vorbei, bevor der Kammer kommt. Sie erinnern sich doch, dass es keine Kampfspuren an seinem Körper gab. Ja, haben Sie jetzt doch welche gefunden? Es gibt tatsächlich eine. Und die erklärt auch, warum er sich nicht gewehrt hat. Und zwar? Er konnte nicht. Weil ihm der Täter gut und gerne 100.000 Volt durch die Adern gejagt hat. Hm. Sie meinen, er hat einen Elektroschocker benutzt. Bravo. Was eine akute Muskel- und Nervenlähmung zur Folge hatte. Herr Meier hatte keine Chance, sich zu wehren. Also zuerst gelähmt und dann erwürgt. Da wollte er auf Nummer sicher gehen. Vielleicht, weil der Meier zu kräftig war. Ich meine, dass das eine Frau war. Ach, Herr Hartl. Ja? Ich habe hier von der Frau Stockel eine Quittung bekommen für eine Taxifahrt. Ja, die ist von mir. Ja, die kann ich leider nicht annehmen. Ja, jetzt muss ich schon fragen, warum nicht? Weil Sie selber dafür verantwortlich sind, wie Sie zum Dienst kommen. Das ist nicht Sache des Steuerzahlers, bitte. Ja, nein, das weiß ich ja. Aber das, meine Wange ist kaputt. Und wir haben ja zum Einsatz müssen, und zwar dringend. Ja, das kann schon sein. Aber wo kommen wir denn dahin, wenn sich hier jeder in der Gegend rumkutschieren lässt? Also bitte, Frau Ortmann, vom Rumkutschieren kann jetzt wirklich keine Rede sein. Das war eine Dienstfahrt. Sie können Ihr Anliegen gerne noch mal in München vorbringen. Ich kann da leider nichts mehr für Sie machen. Tut mir leid. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Da geht ja der Himmel, Optimismus. Ja, einen schönen Gang hat er. Was wir jetzt aufhalten. Ja, da seid ihr ja endlich. Ich habe in einer halben Stunde einen Termin bei dem Notar ausgemacht. Ja, das ist doch gut. Dann sprechen Sie mit dem Kammer und ich fahre zu diesem Notar. Ja, so machen wir's. Hm. Ja. Und das ist die Festplatte von Meier, sein Computer. Ich habe es gemeint, wir kriegen ein Verzeichnis mit dem Inhalt von alle seine Festplatten. Ja, freilich, aber das dauert. Ich glaube, die wollte jetzt nur kurz in den Computer reinschauen. Ah. Ja, da kommen wir jetzt eh nicht mehr zu. Haben Sie mal reingesehen? Soll ich das auch nochmal? Natürlich. Nicht ärgern, nur wundern. Ach. Tag, Herr Holocek. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim. Folgendes, es geht um Herrn Meier. Er wurde heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden.
ermordet. Entschuldigen Sie bitte, wer? Toni Meier von der Firma Süßmann. Gott, das ist doch der hier die ganze Woche das System neu installiert hat. Richtig. Das ist ja furchtbar. Ja, wissen Sie denn schon, wer es war? Leider nein, aber um das herauszufinden, bin ich hier. Verstehe. Ja, ich fürchte nur, dass ich Ihnen da ganz wenig dazu sagen kann. Ich habe den Mann ja eigentlich überhaupt nicht gekannt. Aber Sie haben doch hier mit ihm zu tun gehabt. Wenig. Der hat ja immer abends angefangen zu arbeiten, damit hier tagsüber der Betrieb läuft. Das ist ja fürchterlich. Wer macht denn sowas? Und die Telefonate, die Sie abends mit ihm geführt haben? Die waren wegen der Installation. Naja, der hat natürlich öfter mal Fragen gehabt, wie wir was möchten. Und dann hat er mich halt angerufen. Auch nach Mitternacht? Ja, wie gesagt, der hat erst ab 19 Uhr hier angefangen zu arbeiten. Und das konnte dann schon mal später werden, ja. Nein, ich kann Ihnen nicht sagen, was fehlt, weil deswegen brauche ich ja Sie. Na, vorbeifahren kann ich nicht, weil er nicht fährt. Hattl. Ja? Der Herr Kammer wäre jetzt da. Ja, nein, jetzt zu, ich muss jetzt Schluss machen. Ja, nein, ja, ist recht wieder. Entschuldigung, Hattl, nehmen wir's Platz. Kammer. Ich habe nicht viel Zeit, worum geht's eigentlich? Es geht um den Herrn Meier. Toni Meier. Der ist gestern Abend umgebracht worden. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, so wie es ausschaut, waren Sie einer der Letzten, die mit ihm zu tun gehabt haben. Ich? Ja, Sie. Ja, Kammer hier. So geht es aber nicht, Herr Meier. Ich habe wirklich was Besseres zu tun, als mich von Ihnen verarschen zu lassen. Wiederhören. Und jetzt glauben Sie, dass ich was mit dem Mord zu tun habe? Homs. Sie haben gesagt, er hat immer erst nach 19 Uhr hier angefangen. Gestern auch? Nein, gestern war er nur kurz hier, weil er ist ja in der Nacht vorher mit seiner Arbeit fertig geworden. Wann genau war das? Nageln Sie mich da jetzt bitte nicht drauf fest, aber das muss so 18.30 Uhr gewesen sein. Er hat uns da kurz noch ein, zwei Sachen erklärt und dann ist er so gegen 19 Uhr wieder gegangen, kurz nach meiner Sekretärin. So. Darf ich fragen, was Sie dann gemacht haben? Ja, ich war hier und habe gearbeitet bis circa 10:30. Kann das jemand bestätigen? Nein, ich war alleine hier. Letzte Woche bekam ich einen Anruf vom Herrn Meier. Er wollte mich unbedingt treffen. Und weshalb? Irgendwas Geschäftliches. Was Genaueres hat er nicht gesagt. Jetzt muss ich schon fragen, was Sie so machen. Ich war Geschäftsführer der Kammer GmbH. Gastronomiebedarf. Was Sie waren? Das ist jetzt eher Privatsache und hat hiermit nichts zu tun. Das darf ich jetzt ganz gern selber entscheiden, Herr Kammer. Bitte. Die Firma gehörte meinem Vater, für den ich mehr als 10 Jahre als Geschäftsführer gearbeitet habe. Da war es völlig klar, dass ich das mal übernehme. Und jetzt, wo er verstorben ist, stellt sich raus, dass er das Ganze meiner Schwester überschrieben hat. Und was ist an dem jetzt ungewöhnlich? Meine Schwester, die hat sich einen Dreck um die Firma gekümmert. Die ist immer nur angekommen, wenn sie Geld gebraucht hat. Und natürlich jetzt zur Testamentseröffnung. Können Sie sich vorstellen, warum Ihr Vater das gemacht haben kann? Das ist, wie gesagt, Privatsache. Gut, Herr Kammer, jetzt sagen Sie mir noch, wie Sie auf den Anruf von Herrn Meier reagiert haben. So wie meine Situation im Moment ist, habe ich gedacht, ich gehe mal hin, höre mir an, was er will. Wir haben uns an dem Times Square verabredet, das kennen Sie ja wahrscheinlich. Wann? Gestern Abend um 8. Und der Herr Meier ist da nicht erschienen? Eine Ansage auf seiner Mailbox haben Sie ja gehört. Bis wann genau sind Sie in dem Times Square geblieben? Bis um 9. Ich habe nur was gegessen, bin dann gegangen. Gut, Herr Kammer, dann war's das fürs Erste. Mit dem der Moser Brosche. Ach, Herr Mohr. Frau Ortmann. Gut, dass ich Sie treffe. Ich suche den Beamer. Bitte, wen suchen Sie? Den Beamer. Sie wissen schon, diesen Projektor? Frau Ortmann, da ging es am besten zur Frau Stuckel. Du weißt immer, wo so Sachen sind, gell? Ja, das weiß ich leider nicht, weil ich ihn mir von ihr ausgeliehen hatte. Ah, was wohnst du von mir? Ganz einfach. Nachdem ich ihn hatte, haben Sie ihn sich von mir ausgeliehen. Ich? Ja, Sie. Aha. Ist aber schon ein paar Wochen her, gell? 3, um genau zu sein. Na ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich damals damit gemacht habe. Ja, dann denken Sie mal scharf nach. Nee. Frau Ortmann, der Herr Lind hat's braucht. Der Christian? Ja, das letzte Mal war er da, war für einen Vortrag. Und was hat er dann damit gemacht?
Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe mir nur geholt, weil der Herr Lind keine Zeit gehabt hat, gell? Nein. Hier wird doch wohl nicht um Quittung gefeilscht. Naja, jedenfalls erstmal vielen Dank, Herr Mann. Gerne, Frau Wittmann. Okay. Was sie nur wieder hat? Die braucht einen Beamer. Frauen und Hightech. Na. Ja, wunderbar. Ja, dann danke. Wiederhören, Herr Gott. Wiederhören. Ah ja. Und irgendwas Neues? Ja, ich hab's. Was? Hast du den Fall gelöst? Nein, ich habe eine Werkstatt. Super, ganz billig. Als Abschleppen übernehmen wir es und umsonst. Ganz toll für Sie. Aber ich dachte eigentlich mehr an das Gespräch mit dem Kammer. Ja, das war nicht ganz so toll. Also er hat gesagt, er hat den Meier noch nie gesehen und der hat ihn angerufen, um irgendwas Geschäftliches zu besprechen. So was Ähnliches hat der Holodschek auch erzählt. Da ging es um die Computeranlage. Ansonsten hat er mit dem Meier noch nie was zu tun gehabt. Schon ein bisschen komisch. Jeder kennt ihn und keiner hat was mit ihm zu tun gehabt. Um Gottes Willen, ich habe was für euch. Ich war doch am Computer von unserem Opfer drin und da habe ich eine sehr interessante E-Mail entdeckt. Sehr geehrter Herr Meier, bla 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 bla, möchte Sie darauf hinweisen, dass sich Ihre Forderungen als völlig überzogen darstellen. Allerdings wären wir bereit, Ihnen ein Angebot im sechsstelligen Bereich zu machen. Dafür schlage ich ein Treffen vor, um die Details besprechen zu können und hoffe, die leidige Angelegenheit baldmöglichst aus der Welt zu schaffen. Aha. Von einer Nadja Kammer. Ist das die Schwester von Gerd Kammer, oder? Wie dem auch sei, ich bringe mal die Nummer von der Dame raus und stell's her. Herr Mohr? Ja? Was ist denn nur mit den Nachbarn von Meier? Gibt's da inzwischen was Neues? Leider nicht viel. Also der eine oder andere hat die Scheibe schon gehört, hat sich aber nichts dabei gedacht. Gesehen hat auch keiner was. Das war nicht gerade viel, ne? Nein. Aber da gab es natürlich noch die Frau Zetsche. Das ist die Nachbarin von gegenüber. Die habe ich noch nicht befragt und die könnten natürlich schon was wissen. Das wäre schon ganz gut, ne? Ja. Da bist du. Sag einmal, die Frau Ortmann meint, du hättest als letztes den Beamer gehabt. Wenn du den Digitalprojektor meinst, da habe ich schon mit ihr geredet, den hat jetzt der Herr Lind. Ja, und jetzt ist der Beamer in Hamburg, oder wie? Ich weiß ja nicht, was er damit gemacht hat. Ist das ja durcheinander. Ruf die Ortmann ihn wenigstens an. Ja, bin ich das Kindermädel von der Frau Ortmann. So, die Kamera habe ich erwischt. Die macht sich gleich auf den Weg. Und es ist die Schwester vom Gerd Kammer. Dann hat er mit beiden zu tun gehabt. Wenn das mal kein Zufall ist. Herein. Grüß Gott. Frau Stockel, was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob Sie schon was über den Verbleib vom Beamer wissen. Den Beamer hatte als letztes der Herr Lind. Ja. Frau Ortmann, Sie stehen immer noch als letztes auf der Liste. Und es freut mich für Sie, dass Sie eine ungefähre Ahnung haben, wo sich der Beamer befindet. Trotzdem möchte ich den von Ihnen zurück. Und schönen Tag noch. Ja? Entschuldigen Sie, bin ich hier richtig? Mein Name ist Kammer. Ich soll mich hier melden. Goldrichtig. Da, Frau Kammer, haben Sie meinen Namen. Frau Kammer, dürfte ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ach, das wäre nett. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Ich kannte Herrn Meier ja quasi gar nicht. Ja, das haben wir halt schon öfter gehört. Ja. Wir sind die E-Mails von Toni Meier durchgegangen und haben das hier gefunden. Was meinen Sie mit die leidige Angelegenheit, so bald möglichst aus der Welt zu schaffen? Ach so, jetzt verstehe ich. Nein, das ist eine ganz harmlose Geschichte. Er sollte mir ein Angebot machen für neue Computer in unserer Firma. Und das Angebot war schlichtweg einfach völlig überzogen. Das hört sich aber schon so an, als würden Sie sich mit ihm einigen wollen. Ja, das wollte ich ja auch. Um die richtigen Server zu installieren, hat er viel Arbeit, unseren existierenden IT-Bestand zu analysieren. Und ich hatte keine Lust, mich mit ihm herumzustreiten. Aber über den Tisch wollte ich mich auch nicht ziehen lassen. Frau Kammer, sagen Sie mal, diese ganze Verhandlungsgeschichte, wäre das nicht eigentlich eine Sache für Ihren Bruder gewesen? Warum das? Ja, Ihr Bruder ist der Ansicht, dass Sie in der Firma nichts verloren haben. Tja, mein Bruder. Der hat seine Rolle in der Firma schon immer maßlos überschätzt. Außerdem ist er der Ansicht, dass er die Firma hätte erben sollen. Mein Vater war der Auffassung, dass es nichts bringt, die Firma zu teilen. Und deswegen hat er sie einem von uns vermacht. Sagen Sie, Frau Kammer, wer war denn der zuständige Notar? Der ist in der Ziebleinstraße. Hieß der Notar zufällig Holodschek?
Ja. Stockel, tu mir mal einen Gefallen. Die Vermögensverhältnisse von der Dame da, die gerade überprüft. Kammer Nadja heißt's. Ist die verdächtig? Sagen wir mal eher ein bisschen zu unverdächtig. Die hat auf jede Frage schon eine Antwort parat gehabt, da möchte ich ein bisschen nachbauen. Das mache ich gern, kann aber dauern. Ja gut, dann danke ich Ihnen, Frau Kammer, und eventuell kommen wir noch mal auf Sie zurück. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Was denken Sie, Kollege? Für meinen Geschmack ein bisschen zu liebenswürdig. So was Ähnliches habe ich auch gedacht. Sollten wir da nicht noch mal diese Testamentsgeschichte abklopfen und mit dem Holzscheck reden? Sie meinen Holocheck? Ja. Das sollten wir, ja. Ja, da haben Sie recht. Ich erinnere mich, dass der Bruder nicht begeistert war. Genau genommen ist er sogar ziemlich laut geworden. Ja. Das passiert manchmal, gerade wenn es um so viel Geld geht. Hat er den Grund gehabt zu der Annahme, dass die Frau Kammer ihren Vater manipuliert hat? Ich bin ja nur Ausführender. Das war der letzte Wille des Vaters und ich kann da leider gar nichts ändern. Hm. Kennen Sie denn die Kammerschen Familienverhältnisse besser? Nein, ich kannte nur den Vater. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, allzu viel Neues haben wir nicht erfahren, was? Na, wirklich nicht. Gut, dann fahren wir jetzt ins Times Square zum Joe und überprüfen mal das Alibi vom Kammer, oder? Ist eine gute Idee. Eigentlich. Weil jetzt kommen wir gleich die von der Werkstatt, die wollen zum Hof raus, mit mir, dass wir meinen Wagen abschleppen. Das heißt, ich soll alleine ins Times Square fahren? Ja, das ist jetzt irgendwie blöd. Ja. Was machen Sie da? Ich dachte, ich soll alleine fahren. Sie müssen mich schon vorher am Kommissariat absetzen. Darf ich jetzt den Taxifahrer spielen? Ja, jetzt. Ich hab's ja noch auch nicht ausgesucht. Ja, servus. Grüß dich, John. Bis übrig? Nee, lass mal. Ich bin noch im Dienst. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Sag mal, kennst du den Zeitgenossen hier? Ja. Ja? Ja, und? Was, und? Ja, keine Ahnung. Wer ist das? Was kann der? Was sind seine Gewohnheiten, seine Laster? Ich erzähl ja nicht irgendwelche privaten Geschichten von meinen Gästen, das willst du doch nicht, oder? Jetzt komm, sei lieb, es geht um Mord. Der Mann wird verdächtig, dass er jemanden erwürgt hat. Echt? Ja. Also er ist der ehemalige Geschäftsführer von der Kammer AG. Die stellen so Gastronomie-Inventar her. Ein normaler Mensch kennt die gar nicht. Aber in der Branche, da sind die wer. Sein Vater hat die Firma aufgebaut und bis zuletzt dort gearbeitet. Mhm. Aber jetzt hat das Ganze seine Schwester gehabt. Ja, und kennst du Schwesterherz auch? Heißer Feger. Ich war leider schon länger nicht mehr gesehen. Hm. Sag mal, war er gestern hier? Ja, der hat um 20 Uhr einen Tisch für zwei Personen bestellt. Er war pünktlich da, aber die zweite Person ist nicht gekommen. Hat dann was gegessen ist, dann so nach einer Stunde wieder gegangen. Verstehe. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass sein Alibi stimmt und es nicht gewesen sein kann, weil er, als der Mord passiert ist, bei dir war. Verstehe. Und jetzt? Jetzt nehme ich das Übliche. Servus! Wo ist denn dein Auto? Servus! Werkstatt. Die geben mir morgen in der Früh Bescheid. Du, ich sag's dir gleich, ich kann die morgen früh nicht fahren. Ich muss in aller Herrgottsfrüh nach Bad Aibling. Ja, dann rufe ich halt Fahrbereitschaft wieder an. Fahrbereitschaft? So was gibt's bei der Polizei? Ja, freilich, für Notfälle. Aha. Sag, hast du den Beamer der Frau Stockel gegeben? Ja, schon. Quasi. Was heißt quasi? Ja oder nein? Ja, ich hab in meinen Wagen eingeladen. Und ausgeladen? Ja, wir ne. Dein Auto ist in der Werkstatt. Na super. Herrschaft. Also den Herrn Lind habe ich noch nicht erreicht, aber ich bleib dran. Sagen Sie, die Kommissare waren heute noch nicht da? Frau Ortmann, die waren heute noch nicht da. Funktioniert der Wagen von Herrn Hartl eigentlich wieder? Nein, das glaube ich nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er sich jetzt von Herrn Mohr fahren lassen? Mei, da wird's bestimmt eine Erklärung geben. Also so geht das ja nicht.
Habe ich das gerade richtig gesehen? Sie haben sich vom Herrn Mohr hierher fahren lassen? Ja, vor Ort Recherche. Vor Ort Recherche? Der Herr Mohr war eh in der Nähe. Jetzt hören Sie aber auf, Sie können sich doch nicht mit dem Streifenwagen zum Arbeitsplatz fahren lassen. Ja, mit dem Taxi darf ich ja nicht mehr fahren. Und ich muss doch irgendwie herkommen, oder? Ich kann mich doch auch nicht einfach vom Herrn Mohr irgendwo hinfahren lassen. Ja, wieso nicht? Fragen Sie ihn heute, das macht er bestimmt gern. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Sie können sich nicht auf Staatskosten herumkutschieren lassen. Frau Hartmann, ich hab's Ihnen schon mal gesagt, ich lasse mich nicht herumkutschieren, ich habe eine Not. Und die wäre? Das wissen Sie doch, das habe ich Ihnen gesagt, dass mein Wagen hier ist und ich irgendwie zum Dienst erscheinen muss. So, Sie doch nicht, selber. Herr Hartl. Ich muss jetzt in mein Büro, aber diese Diskussion ist noch nicht vorbei. Also da hin, mein unverbrauchter Optimismus. Und dann bräuchte ich noch hier eine. Dankeschön. Alles, Frau Stockel. Haben Sie jetzt den Beamer? Die Frau Ortmann ist dabei, den zu organisieren. Ist dabei, ihn zu organisieren? Frau Stockel, ich brauche den Beamer heute Abend. Wir schatten das aus, wenn ich vor den Leuten stehe und keinen Beamer habe. Soll ich denen dann erklären, dass aufgrund von Schlampereien der Beamer nicht aufzufinden war? Ich tue mein Möglichstes, Herr 80er, aber ich kann nicht hexen. Das verlangt der keiner von Ihnen. Also, ich verlasse mich auf Sie. Ja, verstehe. Grüß dich, Michi. Hartl, Neuigkeiten. Ja, ich höre. Also, ich bin einmal zu der Wohnung gefahren und habe mit der Nachbarin geredet, mit der Frau Zetsche. Ja, und? Ja, ist schon interessant. Die Frau Zetsche hat mir gesagt, dass der junge Herr Meier öfter Damenbesuch gehabt hat. Aha. Aber nicht immer von derselben Dame. Sag mal, in der Mordnacht ist da auch eine Dame da drin. Ja, freilich. Ja, aber gesehen hat die Frau Zetsche nicht, oder? Doch, die Frau Zetsche hat sie auch gesehen. Aha, und wie heißt's? Das hat's mir nicht sagen können. Das ist schade. Aber ich habe ein Foto von ihr und das habe ich dir schon geschickt auf der Kastel. Ja, habe ich. Ja, Feigrad. Das ist doch die Tochter vom Süßmann. Ja, sagen Sie mal, kennen Sie die? Die kennen wir allerdings. Aber die hat ihrem Vater zur fraglichen Zeit ein Alibi gegeben. Die hat nicht ihrem Vater ein Alibi gegeben, er hat ihr eins gegeben. So wird das schon draus. Michi, danke dir. Du fährst jetzt einmal zu ihrer Wohnung Süßmann Sarah, weißt's? Und wir besorgen einen Durchsuchungsbeschluss. Das ist richtig spannend, Ende. Aber warum sollte sie den Meier umbringen? Eifersucht. Tag. Der Papa ist nicht da. Wir wollten auch eher zu Ihnen. Ja, Frau Süßmann, wir wissen, dass Sie zur Tatzeit dem Meier seiner Wohnung gehen sind. Das war ich nicht. Und ich habe ihn nicht umgebracht. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf dem Stein gefunden, mit dem die Scheibe eingeschlagen wurde. Aber ich war nicht in der Wohnung. Wie können wir dann eine Fingerabdrücke auf den Stuhl? Ich war da. Ich wollte mit ihm reden. Aber er hat mich nicht reingelassen. Ich habe geklingelt und geklopft, aber er hat so getan, als ob er nicht da wäre. Aber der war da. Und da hat mich so die Wut backt, da habe ich den Stein genommen und habe ihm die Fensterscheiben eingeschlagen. Sind Sie sicher, dass er es war? Bei sich. In seiner Wohnung. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte gern ein Geständnis machen. Wegen was? Ich habe den Toni Meier umgebracht. Ach. Ja, dann warten Sie doch bitte. Ich muss die Kommissare erst holen. Was wollten Sie eigentlich so spät von ihm? Ich habe herausgefunden, dass er mich mit einer anderen betrogen hat. Verstehe. Ja, klar war ich wütend auf ihn, aber deswegen bringe ich Herrn Toni doch nicht um. Wie haben Sie denn davon erfahren? Mein Vater hat es mir gesagt. Der hat es zufällig von einem anderen Kollegen erfahren. Herein. Entschuldigt bitte, aber da ist jemand da, der behauptet, er hätte den Toni Meier umgebracht. Papa, was machst du da? Herr Süßmann, Sie wollen den Mann gestehen? Ja. Sarah, mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut, sag nichts. Herr Süßmann, jetzt gehen Sie mal mit. Claudia, Frau Süßmann bleibt erstmal unser Gast, ja? Ja. So, ich habe den Herrn Lind endlich erreicht. Aha. Er hat den Beamer gebraucht für einen Vortrag bei der Stadt über Gewaltprävention. Und jetzt ist der Beamer in Hamburg? Nein, natürlich nicht. Er hat ihn dem Herrn Hofer gegeben. Ah, am Hofer. Und wozu braucht er den? Das weiß ich leider auch nicht. Frau Ortmann, wissen Sie was? Ich rufe mal seine Schwester an. Ach, danke. Na ja, und dann habe ich ihn gepackt
und er wirkt. Das ist ja gar nicht so leicht, jemand mit bloßen Händen zu würgen, gell? Na, eh nicht. Ich war ja auch wahnsinnig aufgebracht. Aha. Und warum, wenn ich fragen darf? Naja, ich habe den Kerl buchstäblich von der Straße aufgelesen. Ich habe den behandelt wie meinen eigenen Sohn. Und dann ist er mit der Sarah zusammengekommen. Die beiden wollten nächstes Jahr heiraten. Und dann höre ich sowas. Was, ne? Ja, dass er mit anderen Mädels rummacht, dass er meine Tochter betrügt. Das hat mich so wahnsinnig aufgeregt, dass er mit der Sarah so umgeht, nach all dem, was ich für ihn getan habe. Wie haben Sie denn die Scheibe eingeschmissen? Ich hab... Die Scheibe? Ja. Ich kann mir an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass der Tod vor mir lag. Aha. So. Ja, aber das müssen Sie mal glauben. Das ist so gewesen. Herr Süßmann, das ist jetzt eine nicht unschwierige Situation, in die Sie uns da bringen. Was ist denn dran so kompliziert? Ich bin der Mörder. Herr Süßmann, der Herr Meier ist mit einem Druckerkabel erwürgt worden. Ja, mei, dann habe ich ihn halt mit einem Druckerkabel erwürgt. Und auf dem Stor, mit dem seine Scheiben eingeschmissen worden ist, da waren nicht Ihre Fingerabdrücke, sondern die von Ihrem Fräulein Tochter. Ja. Also eins ist sicher, der Mörder sind Sie nicht. Hm? Ja! Ah, meine Damen, und wie schaut's aus? Haben Sie den Beamer jetzt auftreiben können? Naja, die Frau Hofer haben als letztes gehabt für einen Vortrag in der Musikakademie. Na Gott sei Dank, dann haben Sie ihn ja gefunden. Nicht wirklich. Was soll das heißen? Ja, sie wollte ihn zurückbringen ins Kommissariat und hat ihn deswegen am Hartl gegeben. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, wie sie die zwei vorher im Gang hier begegnet sind. Da habe ich für einen Moment gedacht, dass die Tochter wirklich geglaubt hat, dass der Vater gewesen ist. Was ich nicht glauben würde, wenn sie die Tat selber begangen hat. Richtig. Also waren es beide nicht. Michi, du warst doch in der Wohnung von der Süßmann. Ja, freilich. Ja, und? Ja, nix. Ja, schön. Da ist er ja. Herr Hartl, Sie kommen gerade richtig. Ja, passen Sie auf, ich kann das alles erklären. Also mein Wagen, der ist unvorhergesehenerweise nicht angesprungen. Und da es sich dabei um einen Notfall gehandelt hat, da war... Stopp, Hartl. Es geht um was ganz anderes. Hast du von der Frau Hofer ein Backerl gekriegt, ungefähr so? Ja. Darfst du uns das bitte geben? Ja, gern. Danke. Geht aber nicht. Warum nicht? Weil das Backerl ist in meinem Wagen. Und mein Wagen ist, und das weißt du ganz genau, in der Werkstatt. Bitte. Dieses Problem wird die Polizei von Rosenheim wohl noch lösen können. Also, Frau Stocker, Sie kümmern sich jetzt darum, dass dieser Beamer bis spätestens in einer Stunde bei mir auf dem Schreibtisch steht. Meine Herrschaften. Daten ja holen wollen, aber ich kann nicht. Es gibt doch wohl noch andere Möglichkeiten, oder? Ja, freilich. Frau Ortmann, Herr Mohr oder Taxi? Ich kümmere mich drum. Einverstanden, Frau Ortmann? Einverstanden. Also ist alles in Ordnung. Ja, könnten wir uns jetzt wieder unserem Fall zuwenden? Ja, von mir aus gern. Ja, ich habe eh was Interessantes für euch. Hm. Und zwar habe ich doch die Frau Kammer überprüft. Und da habe ich diese Fotos im Internet gefunden. Ah ja, danke. Und dann habe ich noch ihre finanzielle Lage gecheckt. Ja, und? Die hätte nicht einmal mehr einen Handyvertrag abschließen dürfen. Das verstehe ich nicht. Die Frau ist doch schwer reich. Ja, aber erst seit sie vor ein paar Wochen geerbt hat. Wieso hast du das denn früher gesagt, Stockel? Jetzt pass mal auf, Hartl. Merkst du gar nicht, was hier los ist? Der Mörder sitzt bei mir im Büro, ihr seid die ganze Zeit im Vernehmungsraum und der 80er und die Frau Ortmann wollen den Beamer, den du ja in deinem Auto verschlampt hast. Ja, gut. Ja, weiß. Was anderes, ist das hier nicht unser Notar? Ja, Pfeil grad. Ah, der hat uns angelungen, der Bazi. Von wegen, er kennt die Kammer nicht näher. Was hat er davon? Was haben die beiden davon? Unsere Frau ist ständig pleite. Ihr Vater stirbt, der hat ein gut gehendes Geschäft, das möchte aber seinem Sohn vererben. Was ihr gar nicht passt. Aber der zuständige Notar ist zufälligerweise ein alter Freund. Hm, natürlich. Die haben das Testament geändert. Und unsere ehemals bettelarme Dame ist plötzlich steinreich. Und der Holitschek vermutlich auch. Ja, aber was hat das mit dem Mord an Toni Meier zu tun? Aber jetzt! Das ist das komplette Inhaltsverzeichnis von Toni Meier seiner Festplatten. Ist da irgendwas Interessantes dabei?
Es gibt eine sehr interessante Sache. Ein komplettes Backup von den Daten von der Kanzlei Holocek. Und... Moment, der hat die Daten der Kanzlei Holocek auf seiner Festplatte? Freilich, schauen Sie selber. Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Kleine Frage, suchen Sie was Bestimmtes? Ja, das Testament vom alten Kammer. Ja, jetzt kommen wir mal zur Sache. Sie stehen unter dem Verdacht, das Testament vom Herrn Kammer Senior gefälscht zu haben. Schauen Sie mal. In diesem Testament ist Ihr Bruder der Haupterbe. In einer späteren Version tauchen Sie plötzlich als Haupterbin auf. Ja, mein Vater hat seine Meinung eben im letzten Moment geändert. Das ist ja grundsätzlich schon möglich. Aber nicht zwei Tage, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und nachweislich nicht ansprechbar war. Der Herr Meier hat herausgefunden, dass Sie als Notar das Testament manipuliert haben und wollte Sie damit erpressen. Richtig? Das ist Unsinn. Oder haben Sie den Herrn Meier umgebracht, weil er Geld von Erna wollen hat? Nein. Herr Holocek, wir haben in der Garage Ihres Hauses diesen Elektroschocker hier gefunden. Wir konnten daran DNA-Spuren von Toni Meier feststellen. Ich wollte ihn nicht umbringen. Aber als er mir gesagt hat, dass ich zu spät komme und dass er zu Gerd Kammer gehen würde, da... War Ihnen klar, dass alles auffliegen würde? Ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Herr Holocek, Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts, Herrn Toni Meier umgebracht zu haben. Und Sie, Frau Kammer, wegen Anstiftung zum Betrug im besonders schweren Fall. Kollegen. Und? Hat er gestanden? Ja, hat er. Sehr gut, meine Herren. Ah, Herr Mohr. Sie bringen mir den Beamer. Ja, selbstverständlich. Bitte sehr. Ab Sie ist halt Verlass. Freilich, das hab's doch gewusst, oder? Muss einmal gesagt werden. Danke. Und du kannst dir jetzt dein Auto abholen. Das ist nämlich fertig. Ja, super. Aber jetzt brauche ich halt noch wen, der mir in die Werkstatt hinfährt.